Ein deutscher Spitzensportler wurde in einem Interview gefragt, was er denn tun würde, wenn er nicht gewinnt. Sofort antwortete er, diese Variante käme für ihn überhaupt gerade gar nicht in Frage. Er würde nur an den Sieg denken. Diese Antwort, die blieb mir wirklich im Gedächtnis. Er denkt nur an Sieg. Ich habe mich gefragt, ob das bei mir auch so ist. In den Herausforderungen, in diesen Dingen, die in meinem Alltag so passieren, denke ich da als erstes und immer nur sofort an den Sieg oder rechne ich damit, dass es von vornherein auch einen Verlust geben würde, eben keinen Sieg. Ich weiß, dass das bei ganz vielen Menschen so der Fall ist, dass die Dinge des Alltags kommen und man rechnet nicht eigentlich mit dem Sieg, sondern man denkt, naja, wenn ich es gerade mal so schaffen würde, dann wäre es ja noch gut. Oder viel schlimmer noch, dass sie denken, das hat bei mir ja noch nie geklappt. Oder ja, bei den anderen, da habe ich das gesehen, die schaffen das, die können das, die sind ja auch so. Aber ich, nein, bei mir geht das nicht. Und ich brauche erst gar nicht anzutreten, irgendwelche Sachen für mich zu gewinnen oder zu erringen oder zu versuchen. Es wird sicher nichts werden. Diese Menschen rechnen als erstes mit dem, dass sie nicht den Sieg einfahren werden. Wir sind gerufen dazu, siegreich zu sein. Die Bibel spricht von den Überwindern, von denen, die überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und die Bibel spricht in ganz vielen Fällen davon, dass wir einen festen Stand einnehmen sollen und mit diesem festen Stand auch den Sieg im Blick zu haben. Wir lesen dort in der Schrift, mit festem Herzen an dem Herrn bleiben oder Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Jesus Christus festhalten. Oder seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Das sind alles Worte, die den Sieg beinhalten. Nicht den Sieg aus uns heraus, sondern den Sieg mit dem Herrn an der Seite. Den Sieg, den wir in ihm haben sollen. Ich möchte dich ganz neu ermutigen dazu, den Sieg als erstes im Blick zu haben und nicht das Verlieren. Zuerst an den Sieg mit dem Herrn zu denken und mit ihm hineinzutreten, mit seiner Stärke, mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit und nicht schon in den Rückzug gehen und denken, das schaffe ich sowieso nicht. Wir haben einen Gott, der übernatürlich in unserem Leben handelt. Und er möchte in deinem Leben übernatürlich handeln. Er möchte dir den Sieg geben in den Dingen, wo du Sieg brauchst. Halte fest an diesem Sieg durch den Herrn, mit dem Herrn. Halte fest an dem, dass Gott mehr für dich hat.